Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr im Sonic Speed Simulator Knuckles freischaltet. Ich habe beim letzten Mal Tails freigeschaltet, ich hänge ein bisschen hinterher, aber Menü, gucken wir mal hier, jetzt gibt es hier zwei neue Skins. Also das hier ist Knuckles, den findet man in Emerald Hill und das hier ist dann wahrscheinlich Riders Sonic. Und V-Ray hat geschrieben, ich kann den Code Riders eingeben, um den freizuschalten, weil hier steht ja auch irgendwie Found in Unknown, vielleicht beim Shop. Gucken wir mal in den Shop. Redeem Codes. Und dann gebe ich einfach mal Riders ein, please. Riders Sonic. Es hat funktioniert. Einfach so Riders Sonic freigeschaltet. Okay, vielen Dank. Vielen lieben Dank, V-Ray. Jetzt habe ich den Riders Sonic. Sehr gut. Direkt den nächsten Skin freigeschaltet. Jetzt kann ich hier durchlatschen. Ich mache aber mal die Lautstärke ein bisschen höher. Weil ich habe die Lautstärke, glaube ich, ein bisschen niedrig ein. Und jetzt müssen wir nur noch Knuckles freischalten, damit ich wieder on point bin. Wobei, ich müsste eigentlich auch bald mal meinen nächsten Rebirth machen. Weil ich ja immer noch nicht in der letzten Region bin. Und Roblox Felix hat mir gesagt, dass er bei ihm einfach schon so 300 Rebirths oder so hat. Gehen wir mal hier in Lost Valley. Wir gehen. Ja, wir machen die Obby einfach mal. Kostet ja nichts. Oh, zu weit. Bam. Oh, zu weit. Und ja, ich muss sagen, die Steuerung gefällt mir hier auch. Wenn man schnell ist, macht diese Steuerung auch Spaß. Aber wenn man langsam war, das war so ätzend in diesem Spiel, langsam zu spielen. Ich sollte vielleicht mal die Sachen hier einsammeln. Grrrt. Grrrt. Oh, die Ringe will ich haben. Die Ringe sind wichtig. Ach ja, die Ringe. Und falls ihr es noch nicht wisst, wo man Tails freischaltet, ihr müsst hier auf dieses Gerüst hoch, dann hier hoch, Ringe mitnehmen, dann hier lang und dann müsst ihr durch den Looping einmal durch. Yeah! Und darüber sprengen und... Oh, lol. Und hier oben auf der Plattform, da findet ihr den Tails-Skin drauf. Aber Tails habe ich schon. Deswegen gehen wir weiter. Machen einmal diesen Looping hier. Und gehen dann rüber in Welt 3. Was bringen die Skins? Die Skins bringen nichts, aber sie sind halt cool. Es ist cool. Obwohl, die Skins bringen, glaube ich, schon ein bisschen was, oder? Haben die Vorteile? Ich glaube nicht. Nee, aber sie sind halt seltener. Sonic Riders ist auch epic. Guck mal, die sind jetzt rare und nicht mehr legendary. Oh, wie lame. Aber gut, dann haben wir jetzt schon mal unseren ersten Epic-Skin, obwohl der Sonic-Skin vorher schon besser war als epic. Aber na gut, daran müssen wir uns halt gewöhnen. Oh, nein! Das ist immer das Problem, wenn man gegenlenkt, dann lenkt man so schnell. Dann kann ich mir aber auch hier die 900 XP dort unten gönnen. So, wenn ich schon runterfalle, dann kann ich auch öfters runterfallen. So, hier hoch. Und yeah. Huch. Ah ja, geschafft. Rechts oben sind Rewards wie Pet Simulator X. Oh, Redeem. Lol. Ja gut, danke dafür für den Hinweis. Jetzt habe ich Experience Ankommen bekommen. Ich weiß aber immer noch nicht. Ich habe auch einmal Experience so bekommen. Kriege ich dadurch Experience Bonus oder so? Keine Ahnung. Aber wir gucken jetzt mal, wo wir hier den Knuckles Skin freischalten können. Weil den Knuckles Skin hätte ich schon gerne. Knuckles ist halt als Charakter jetzt nicht wirklich cool. Aber also als Person ist er in der Sonic-Serie und so nicht so wirklich cool. Aber sein Skin ist cool. Und ich möchte seinen Skin haben. Ich will den Knuckles Skin. Wurde hier die Umgebung inzwischen hübscher gemacht? Naja, jetzt gibt es hier immer einen Blumen. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal schon die Blumen gab. Kann ich da hoch? Warte, wenn ich so hoch springe und dann... Nee, schaffe ich nicht. Na gut. Hier gibt es einen 2900 Experience Ring. Den will ich haben. Den will ich haben, Leute. Yeah. So, dann gibt es hier noch Ringe. Warte, die Experience nehme ich auch mit. Wie hoch kann ich eigentlich aufleveln? Wobei ich gerade mal einen Rebirth habe. So, ich versuche einfach mal den Looping hier zu schaffen, weil den habe ich beim letzten Mal schon nicht geschafft. Ist da oben jetzt vielleicht Knuckles Karte? Das wäre mies, wenn die da oben ist, weil da oben, ich weiß nicht, wie ich da hochschaffen soll. So, und dann so, und dann muss man da irgendwie rüber. Ich habe das einmal in den Ring reingeschafft, aber ich habe es da noch nie hoch geschafft. Weil dafür muss ich irgendwie im richtigen Zeitpunkt meine Kamera drehen. Das ist voll anstrengend. Und wenn ich nichts drücke, ja, dann funktioniert es ja auch nicht. Warte, was ist, wenn ich meine Kamera loslasse? Nee, das funktioniert nicht. Okay, dann muss ich wirklich meine Kamera richtig steuern. Das wird schwer, Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie man das am Handy jemals schaffen sollte. Vielleicht, wenn ich kurz vorher abspringe, habe ich mehr Luftkontrolle. Ah, so knapp. Wir versuchen es noch einmal. Na gut. Aber da hat schon jemand den Knuckles-Skin. Und ich weiß nicht, ob du den Knuckles-Skin hierdurch freigeschaltet hast oder nicht. Wir versuchen es noch einmal, komm. Keine Chance. Wir versuchen es woanders lang, okay? Den Knuckles-Skin gibt es doch bestimmt woanders. Warte, hier erstmal hier alles einsammeln. Vor allem alles einsammeln, ich krieg so nichts. Habt ihr eine Ahnung, wo der Knuckles-Skin sein kann? Er ist auf einem Berg. Okay, es gibt hier eine Menge hohe Säulen, sage ich mal.
Da suchen wir einfach mal nach dem Ort. Warte mal, hier hinten gab es da so ein Sprungteil irgendwo, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Sprungteil? Ich schaff das nicht. Ich kann dieses über Kopf und dann abspringen. Ich kann das gar nicht. Na gut. Ich weiß es echt nicht. Handy ist einfacher. Handy ist wirklich einfacher? Als ob das am Handy einfacher ist. Dann muss ich das vielleicht auch mal am Handy probieren. Ja, okay. Es macht aber auch Sinn, so ein Spiel für Handysteuerung zu optimieren. Weil die meisten Roblox-Spieler spielen halt auf dem Handy. Aber Handysteuerung ist doch in Spielen immer so schwierig. Oh nein, ich bin in die falsche Richtung. Okay. Vielleicht, wenn ich so mache? Ah, ich krieg's einfach nicht hin. Oh, nein! Ich bin daneben gesprungen. Das war so gut. Okay. Boing. Ah, ganz ruhig. Ich will nicht mehr runterfallen. Ich will nicht mehr runterfallen, Leute. Okay, 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 okay. So, hier erstmal die 2500 Reward mitnehmen. Die haben sich schon mal gelohnt. Okay, wo will ich weiter? Will ich versuchen, da hochzukommen? Will ich diese verrückte Schleife hier probieren? Okay. Aber Knuckles... Da hinten! Da ist die Knuckles-Karte. Und wie komme ich dort am besten hin? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganzen Ringe nicht bekommen. Aber wir wissen, die Knuckles ist da oben. Also müssen wir gucken, hier rauf, wie wir hier raufkommen. Vielleicht durch so einen Move. Vielleicht über dieser. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so schlecht. Okay, wenn ich vorher abspringe, dann habe ich nicht mehr so viel Momentum. Das ist auch doof. Kommt man hier irgendwie hoch? Nee. Kommt man hier irgendwie hoch? Ich habe halt keine Ahnung, wie ich hier hochkommen soll. Es gibt so einen Turm. Er biegt sich dorthin. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Es gibt ziemlich viele Türme und so. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich hätte die Map besser studieren sollen, Leute. Das kommt davon, wenn man nicht studiert. Jetzt stehe ich hier und habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Na gut. Gibt es hier unten nicht irgendwo eine Sprungfeder oder so? Irgendwas. Please, irgendwas. Lol, das wollte ich gar nicht. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich hochkommen soll, Leute. Ich glaube, ich gebe auf. Lol, das hier bringt mich dahin. Aber gäbe es eine Möglichkeit, von hier darüber zu kommen irgendwie? Ich weiß es nicht. Nee, das schafft man nicht so hoch, oder? Ich meine, jetzt weiß ich immerhin, dass man diese Schanze hier benutzen kann, um darauf zu kommen und dann darauf zu kommen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und dann kann ich hier diesen machen. Oh Gott, jetzt habe ich richtig versagt. Okay, ich komme nicht weiter, Leute. Habt ihr... Also, keine Ahnung. Könnt ihr mir wenigstens irgendwie verraten, bei welchem Turm ich anfangen soll? Weil ich sehe einfach keine Möglichkeit, auf die Türme raufzukommen. Es gibt noch einen viel leichteren Weg. Ja, aber wo? Wie? Ich habe keine Ahnung, Leute. Please. Ich brauche nur sehr viel mehr Schwung. Okay. Komm, lass mich einfach hoch. Komm, Sonic. Lass mich mal auf Ehre einfach hoch. Oh, das gibt einem vielleicht genug Schwung, wenn man einfach diesen macht. Ich brauche einfach nur mehr Speed. Aber ich bin Max Level. Okay, ich mache einen Rebirth, Leute. Ich mache einen Rebirth. So. Okay, ich habe jetzt meinen zweiten Rebirth und bin langsam, Leute. Aber da vorne ist meine erste Erfahrung. Jetzt bin ich Level 5, Level 6, Level 7, Level 8, Level 9, Level 10. Ring, 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 ring. 11, 12, Ring, 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 Ring. So, Level 17. Und jetzt sollten wir doch schon in der Lage sein, sowas hier zu machen, oder? Nee, sind wir nicht, okay. So. Aber jetzt können wir immer ein paar Ringe einsammeln. Ich find's auch schön, dass man inzwischen mehr Ringe sammeln kann. Mit Level 21... Wie, mit Level 21 schaffe ich diesen Looping hier nicht? Mit Level 22 schafft man den großen Looping. Das mache ich aber Green Hill Obby 2, weil da meinte jemand, da fehlt der Boden. Also bei mir ist der Boden noch da. Jetzt will ich hier noch einmal diesen Looping machen. Einfach nur das Prinzip. Oh, dann habe ich wohl 22 mit 42 verwechselt, oder? Naja. Brauche auf jeden Fall jetzt sehr viel mehr Speed. Okay, ich habe dann noch sehr lange Speed gelevelt, habe mehrere Wege versucht, da hochzukommen, bis ich irgendwann aufgegeben habe und meine Zuschauer im Livestream gefragt habe. Ah, wie bist du da hochgekommen? Zeig das, mach das nochmal, ich habe es nicht gesehen.
Ich folge dem Knuckles. Knuckles wird es mir zeigen. Okay, das muss ich genauso nachmachen alles. Ich weiß gar nicht, ob ich zu solchen Moves in der Lage bin. Ach, hier kann man hoch, lol. Und jetzt, Bro? Und jetzt, Bro? Darüber? Wie? Wo soll ich denn da landen? Wer soll ich hier irgendwie rauf? Boing, boing. Oh mein Gott. Oh, Chaosring. Wartet mal. Dim, dim, dim. Wie viel kostet mich das? Nur 8000 mache ich. Einmal mache ich. Komm, einmal. Einmal ist keimer. Pink Electro Trail. Yeah. Na gut. Ich habe hier jetzt... Ich habe schon eine, die ist epic aus der ersten Welt. Keine Ahnung. Oh nein, nein, ich bin runtergelaufen. Ich bin so ein Trottel. Aber danke, dass ihr mir den Weg gezeigt habt. Ich meine, das wusste ich. Das wusste ich schon die ganze Zeit. Das war ja so offensichtlich, dass man hier lang muss, um da hinzukommen. Bang, bam. Boing, boing, boing. Und dann einfach weiterlaufen hier. Wusste ich. Und hier ist die Knuckles-Karte. Leute, vielen lieben Dank. Kannst du kurz stehen bleiben? Okay, V-Race, du hast es mir nicht gezeigt. Aber der andere Typ, ich habe wieder vergessen. Du hast mir gezeigt, dass man die Knuckles-Karte finden kann. Jetzt habe ich sie endlich. Und ich kann endlich Knuckles spielen. Equip. Yeah! Ich bin Knuckles. So, jetzt will ich Knuckles nicht mehr spielen. Jetzt ist das doof. Danke an... Hier. RBO 2020. Du hast mir den Weg gezeigt. Dankeschön. Conny Schlau. Ja, dankeschön. Leute, ich wusste den Weg natürlich. Ich wusste das natürlich. Ich wollte euch nur testen, ob ihr es wisst. Oh Gott, das wusste ich auch. Ich wollte nur kurz testen, ob ihr drauf reinfallt. Ich gehe da nochmal kurz hoch. Ich will noch einmal diesen Weg hier zu Ende gehen. Boing, boing. Nein! Wusste ich. Ich fand den Run nicht gut. Deswegen habe ich den jetzt nochmal neu gestartet. Jetzt auch. Das fand ich... Da war ich jetzt so der Meinung, nee. Also das könnte man nochmal anders machen. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal anders gemacht. Boing, boing. So, dann mache ich einmal die. Nee, das war wieder... Also mir hat da gerade die Figur in der Luft nicht gefallen. Ich fange einfach nochmal von vorne an, Leute. Ich fange nochmal von vorne an. Ich wusste das natürlich. Warte, wo bin ich? Ich habe die Orientierung verloren. Es kommt davon, wenn ich zu oft Chat lese. Boing, boing. Guck mal, wir machen mal einen Zwischenstopp. Weil man muss ja nicht immer alles sofort und perfekt machen, ne? Upsala. Und dann einfach hier rüber. Das ist auch viel zu easy, also. Und dann haben wir hier 2000 Ringe Reward. Dann klicken wir hier mal auf Redeem, weil jetzt kriegen wir Ringe. Ich weiß nicht, habe ich viele Ringe bekommen? Habe ich wenig bekommen? Ich weiß es nicht. Experience. Und diesmal kriege ich nochmal Experience. Und zu guter Letzt bekomme ich nochmal Experience. Okay, wenn ich jetzt Character, Trails, Pets und Skins. Ich muss sagen, ich mag Tails Skin. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch mit Tails Skin weiterspielen. Settings haben wir hier halt. Gold Rings, Boosts. Sind das Boosts, die ich habe? Aber die sind alle not active und ich habe auch keine Boosts. Also waren das wahrscheinlich keine Boosts, die ich bekommen habe, sondern ich habe wirklich straight up Experience und Ringe bekommen. Aber woher soll ich das wissen? Naja, ich würde sagen, wir haben den Knuckles Skin und ich habe heute genug Sonic gespielt. Das reicht erstmal. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst schon mal ein Like da und ein Abo. Das war's so mit dem Video. Bis dann und ciao!